Das Stadtgespräch wird Ihnen präsentiert von Ihren Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim. Jetzt Kunde werden und Heimvorteil sichern. So, herzlich willkommen zum Stadtgespräch Teil 2 mit Hansi Müller. Wir sind immer noch zu Gast in Korb im Rems-Murr-Kreis. Herr Müller, wir haben letzte Woche über den VfB schon ein bisschen gesprochen, auch so über den Start in die zweite Liga-Saison. Der VfB liegt einigermaßen im Soll mit dem Auftakt. Wenn man jetzt mal so auf die langfristige Entwicklung blickt. Es gab ja mal den Spruch, in den nächsten Jahren sollen wir uns im oberen Tabellendrittel auch etablieren. Ist es jetzt ein bisschen forsch gewesen oder würden Sie sagen, das ist durchaus ein Ziel, was man angreifen muss, auch hier in der Region Stuttgart? Also ich denke, es ist schon realistisch. Man muss ja auch das ganze Umfeld sehen. Man hat mit dem Verein, mit den Fans, mit dem Stadion, mit der ganzen Region auch eine unglaubliche Wirtschaftskraft und ich glaube, dass der Verein auch auf dem Transfermarkt sehr intelligent tätig war und viele junge, talentierte Spieler verpflichtet hat, die Potenzial haben, sich weiterzuentwickeln und die Mannschaft noch stärker zu machen. Und ich denke auch, es ist völlig normal und muss auch der Anspruch sein, dass der VfB, der in der ewigen Bundesliga-Tabelle auf 5 ist, dass man sich ins obere Tabellendrittel verbessern will im Laufe der nächsten 2-3 Jahre. Also das muss das Ziel sein, keine Frage. Ist natürlich Geld immer eine entscheidende Rolle momentan auch mit den ganzen Transfersummen, Wahnsinnstransfersummen. Und dann gab es ja diese Ausgliederung. Wie gesagt, ein großer Teil der traditionsbewussten Fans war vielleicht dagegen. Die Abstimmung war dann doch relativ deutlich mit knapp 80%, glaube ich sogar. Wie haben es denn Sie gesehen, diese ganze Diskussion um die Ausgliederung des Vereins? Also da hat der Wolfgang Dietrich als Präsident und auch seine Vorstandskollegen im Vorfeld der Mitgliederversammlung sehr, sehr gute Arbeit geleistet, auch Überzeugungsarbeit. Ich war auch bei ein paar Veranstaltungen mit dabei. Es war einfach wichtig, den Leuten klarzumachen, dass wenn man eine Chance haben will für die Zukunft, man an dieser AG nicht vorbeikommt, um eben weiterhin Gelder zu generieren, auf anderen Wegen, allen voran durch Mercedes natürlich. Und da werden auch andere auf den Zug mit aufspringen in den nächsten Jahren. Und nur so hast du auch die Möglichkeit, konkurrenzfähig zu bleiben. Ohne die Ausgliederung, denke ich, wäre der VfB ganz bitteren Zeiten entgegengegangen. Genau, es sind ja Zahlen kursiert, dass es im ersten Moment 45 Millionen von Daimler bringt. Langfristig soll es 110 Millionen bringen. Aber wenn man momentan so diese Transfermarktentwicklung auch so ein bisschen anschaut, ich meine, 45 Millionen, das ist ja momentan vielleicht ein Spieler, wenn man mal in Weltklasse-Niveau dann auch reingeht. Also ich würde sagen, in gewissen Ausnahmen. Das ist ja nicht Standard, dass Bale damals 100 Millionen und dann der Pogba, glaube ich, über 100, 120 oder was und jetzt Neymar 220. Aus meiner Sicht werden das die Ausnahmen bleiben. Ich denke mal, dass, und auch wenn so Spieler dann 10, 15 Millionen im Jahr verdienen, das sind schon die absoluten Topstars und die Ausnahmekönner. Aber die Masse, natürlich verdient heute ein Spieler mehr als früher, vielleicht 5- oder 10-fache sogar, aber es bewegt sich trotzdem noch bei den Vereinen in Anführungszeichen vernünftigen Rahmen. Also man darf sich, glaube ich, nicht an diesen Exoten orientieren und an diesen außergewöhnlichen Ablösesummen, die es hier und da mal gibt. Das ist nicht Standard. Gerade so Dembélé, der ja, glaube ich, für 15 Millionen damals zu Dortmund gewechselt ist. Ein Jahr später war auch eine Zeit lang verletzt. Also so richtig bewiesen hat das für mich noch nicht, dass er zur Weltspitze gehört und wird dann plötzlich für 140 Millionen dann weiterverkauft. Also so eine Nummer ist aus meiner Sicht ein Stück weit krank, weil das ja nur deswegen passiert ist, weil der Neymar für 220 Millionen von Barcelona nach Paris ist und deswegen hat man plötzlich beim Dembélé, den man unbedingt wollte, die Ablösesumme verzehnfacht. Also da waren wir plötzlich von 15 auf 150 Millionen Größenordnung und da muss ich sagen, das kann es nicht sein. Vor allem auch nicht, dass der Spieler dann praktisch streikt, um sich dadurch wegzumachen von Dortmund. Also das ist eine Sache, wo ich sage, kann ich nicht nachvollziehen. Ich wünsche mir auch von Fußball, dass Ähnliches in Zukunft nicht mehr passieren wird, weil das hat dem Fußball nicht gut getan, die Nummer. Aber jetzt erwarten ja viele Experten, dass Deutschland so ein bisschen so eine Ausverkaufliga wird, weil man es einfach nicht halten kann. Wenn man jetzt mal die Fernsehgelder auch in England und so ansieht, haben Sie die Befürchtung auch? Die habe ich deswegen nicht, weil ich weiß, dass die ganzen Bundesliga-Vereine eigentlich vernünftig wirtschaften.
viel Wert auf die Jugend legen. Der VfB hat eine tolle Jugendakademie inzwischen. Es sind, glaube ich, 12 oder 13 Millionen sind investiert worden in das Zentrum unten beim VfB. Und darauf setzt man in deutschen Landen auch, dass man Spieler aus den eigenen Reihen wieder ausbildet, die dann ein Potenzial haben, in der Bundesliga zu spielen. Und solange man diesem Weg treu bleibt und nicht jeden Wahnsinn auch mit Ablösesummen mitmacht, machen wir da keine größeren Sorgen in Deutschland. Also wenn ich mir jetzt so den Start in die Champions League anschaue, also bis auf die Bayern, gab es da bislang noch nicht so für die deutschen Vereine. Ist das vielleicht schon ein erstes Anzeichen oder ist es einfach jetzt mal nur unglücklich gelaufen? Ja, was heißt unglücklich gelaufen? Ich meine, wenn es halt so Konstellationen gibt, dass zum Beispiel Dortmund gegen Real Madrid spielt, dann weiß man oder sieht man dann in einem Spiel, was Madrid für eine Nummer ist. Und dass es da halt so viele Einzelspieler gibt, die dich an einem Tag wegschießen können, in Form von Ronaldo zum Beispiel. Also das muss man schon auch so als Momentaufnahme sehen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist mit Dortmund und Bayern, Leipzig ist natürlich noch etwas unerfahren international, aber mit Dortmund und Bayern haben wir doch schon zwei Kaliber, die international mithalten können. Und wenn man so die letzten Jahre verfolgt, waren sie ja nicht unter ferner Liefen, sondern eigentlich immer ganz dick dabei. Was heißt das aus Ihrer Sicht für die deutschen Vereine? Muss das Scouting-System noch ein bisschen besser ausgebaut werden? Dortmund schafft es ja doch auch immer, dann zum Beispiel junge Unbekannte, die relativ schnell sich dann entwickeln, zu verpflichten. Oder muss es mehr in die Jugendarbeit gehen? Wo sehen Sie da die Perspektive? Ich denke, eine gesunde Mischung macht es aus. Natürlich ist das Scouting für einen Verein sehr, sehr wichtig. Ich würde aber versuchen, als deutscher Verein mehr in Deutschland zu scouten und nicht so sehr im Ausland. Okay. Weil ich sehe immer wieder auch in der zweiten Liga, sogar in der dritten Liga, hochtalentierte Spieler, wo ich überzeugt bin, dass die auch, wenn man sie richtig heranführt und dementsprechende Wertschätzung gibt, dass die in so eine Mannschaft in der Bundesliga auch reinwachsen können. Also ist jetzt vielleicht leicht gesagt, weil ich in keiner Funktion bin, aber ich sehe halt immer wieder überragende Spieler, wo ich sage, Mensch, die könnten doch in der ersten oder zweiten Bundesliga auch spielen. Okay, wir werden Hansi Müller vielleicht noch zum Scout oder zum Talentscout entwickeln, machen jetzt allerdings erstmal eine kurze Pause, sind aber gleich nach der Werbung nochmal zurück und dann wollen wir uns auch so ein bisschen über die Entwicklung des Fußballs unterhalten mit Technologisierung, mit Hawkeye, mit Videobeweis. Bis gleich. So, herzlich willkommen zurück beim Stadtgespräch. Wir sprechen so ein bisschen über die Entwicklung im Fußball. Unser Gast ist Hansi Müller. Wir haben es vorhin schon angesprochen, die Megatransfersummen hält er für eine Ausnahme. Es wird sich nicht so weiterentwickeln. Das werden wir natürlich überprüfen, Herr Müller. Jetzt schauen wir doch auch mal ein bisschen aber auf die technologische Entwicklung des Fußballs. Hawkeye ist eingeführt worden, seit dieser Saison auch der Videobeweis. Wie stehen Sie dem Ganzen gegenüber? Ist natürlich noch mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, dass die Probleme, die jetzt aufgetreten sind in der ersten Phase dieses Videobeweises, vielleicht gar nicht zu vermeiden sind, weil ein Schiedsrichter, der immer ohne diesen Videobeweis gepfiffen hat, der ist jetzt plötzlich ein Stück weit in der Bredouille und sagt, Mensch, jetzt ist da eine wichtige Entscheidung, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann hat er was auf dem Ohr und dann sitzt der Oberschiedsrichter in Köln und schaut sich das nochmal an und dann geht es wieder zurück. Die Zuschauer im Stadion warten, was passiert jetzt? Das sind ja ganz neue Dinge. Und ich glaube, wenn man das fortführen wird, wovon ich ausgehe, wird man sich dann auch langsam daran gewöhnen, dass dann der plötzlich so macht und dann auf dem Elfmeterpunkt zeigt oder eben nicht und sagt, weiterspielen und die Zuschauer sind aufgebracht. Ich glaube, dass der Videobeweis langfristig dazu beitragen wird, dass der Fußball gerechter wird. Weil es gibt immer wieder Szenen oder Momente, Entscheidungen, die knallhart sind und voll daneben sind. Und hinterher weiß man es und sagt, aber es ist so Tatsachenentscheidung vom Schiedsrichter. Ich glaube, dass der Schiedsrichter, wenn er sich im Laufe der Zeit daran gewöhnt, so zu kommunizieren und auch Unterbrechungen zu haben beim Spiel, dass der Fußball à la longue gerechter wird. Das ist der Hauptgrund des Videobeweises. Da würden jetzt aber Kritiker wahrscheinlich dagegen sagen, es nimmt so ein bisschen den Geist des Sports, auch weil in den unteren Ligen geht es ja nicht. Ne? Und da muss ja auch entschieden werden. Das ist richtig. Alles hat zwei Seiten und ich glaube, dass das natürlich der Nachteil ist, dass man plötzlich Unterbrechungen hat in einem Spiel, die man bisher nicht kannte. Aber sie halten sich ja in Grenzen und ich denke, man kann ja dann sagen am Schluss,
Jetzt werden normalerweise 2 Minuten nachgespielt worden, jetzt werden es noch 4 oder 5. Man kann das ja ungefähr zeitlich bemessen. Und es sind ja beide Mannschaften in der Situation. Es ist ja nicht so, dass nur eine Mannschaft warten muss oder davon überrascht wird, sondern es betrifft beide Mannschaften im Gleichen. Und deswegen denke ich, macht es schon Sinn, dass man es auch jetzt durchzieht und nicht sagt, weil es am Anfang ein bisschen Sand im Getriebe war, wir verabschieden uns von der Nummer. Ist es aus Ihrer Sicht vielleicht auch notwendig geworden, weil der Fußball ist natürlich jetzt schon ein großer wirtschaftlicher Faktor auch geworden, dass das eben klar, so Fehlentscheidungen können dann auch mal schnell über Abstieg oder Nicht-Abstieg entscheiden. Ist es dann deswegen auch sinnvoll? Ja, ich glaube auch, weil die Technologie sich ja weiterentwickelt hat. Allein schon, wenn man dann beim Ball, der war jetzt hinter der Linie oder nicht, wenn man das heute technisch auflösen kann und projizieren kann, so wie beim Tennis, ja. Mit dem, war der Ball jetzt über der Linie oder nicht. Das sind Mittel, die man heute natürlich im heutigen Fußball nutzen kann. Und ich sage, warum nicht? Wenn man die technologischen Möglichkeiten hat, dann soll man davon Gebrauch machen. Und es geht um immer mehr Geld. Es geht um Aufstieg oder Abstieg oder Meisterschaft oder nicht. Und da ist viel Geld im Spiel. Und dann ist die Technik eben da hilfreich, dass da eben in Anführungszeichen das Ganze gerechter abläuft. Die Traditionalisten sagen ja, der Fußball entfernt sich so ein bisschen von den Fans. Verschiedene Anstoßzeiten, das ist mit dieser technologischen Entwicklung, wird der Geist ein bisschen geraubt. Sind die einfach noch nicht die Entwicklung mitgegangen oder müssen die sich erst dran gewöhnen? Also ich denke, das ist auch dem Fernsehen geschuldet. Weil wenn so viel Geld im Umlauf ist, allein schon durchs Fernsehen, musst du natürlich denen ein gewisses Mitspracherecht einräumen. Und in England haben wir schon gesehen, dass es da, oder auch in Italien, das spielt neulich in der Mailand, Sonntagmittag um 12.30 Uhr. Ja. Das ist natürlich auch eine verrückte Anstoßzeit, aber es ist so, dass natürlich das Fernsehen, wenn sie so viel Geld investieren in den Fußball, sagen, und wir hätten gern noch die und die und die Zeit, daran muss sich der Fan gewöhnen. Das ist die Entwicklung im Fußball und daran wird sich nichts ändern. Herr Müller, ich sehe schon, wir hätten stundenlang noch über Fußball sprechen können. Vielen Dank, dass wir hier sein durften für diese 2 Aufzeichnungen des Stadtgesprächs. Vielleicht noch einen persönlichen Wunsch. Wie geht es weiter bei Ihnen in den nächsten Jahren? Ja, also die kleine Kugel ist ja jetzt angesagt als Golfer. Ich hoffe, dass ich weiterhin viel Spaß habe mit meiner Familie beim Golfen. Und natürlich, dass ich gesund bleibe und meine Familie. Und ja, einfach weiterhin morgens aufstehen und sagen, ich freue mich auf den Tag, der heute kommt. Top, schönes Schlusswort. Das war's dann auch mit dem Stadtgespräch für diese Woche. Wir dürfen uns von Ihnen verabschieden. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, machen Sie es gut. Das Stadtgespräch wurde Ihnen präsentiert von Ihren Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim. Jetzt Kunde werden und Heimvorteil sichern.